Liebe Pokémon-Freunde, wir müssen da über etwas reden. Vor wenigen Tagen gab es eine neue Pokémon-Präsenz-Ausgabe. Auch wenn dieses Jahr zwar kein neues Mainline-Pokémon-Spiel erscheinen wird, hatten sie wohl dennoch genügend anzukündigen für eine mehr als 30-minütige Präsentation. In dieser Präsentation wurden nochmal über Dinge wie Meisterdetektiv Pikachu, Pokémon Go oder auch Pokémon Unite geredet. Was für mich jetzt aber gar nicht mal so wichtig ist, weswegen ich mal direkt zum Punkt komme. Etwa ein Drittel der ganzen Präsentation war Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur gewidmet. Die Spiele sind jetzt zwar schon seit fast einem Jahr auf dem Markt, aber sie bekommen sehr, sehr bald neue DLCs. Und zwar der Schatz von Zone 0, aufgeteilt in gleich zwei verschiedene Teile. Teil 1, die türkisgrüne Maske, welche am 13. September erscheint, und Teil 2, die indigoblaue Scheibe, was im Winter 2023 erscheinen soll. DLCs für Pokémon-Spiele sind jetzt nicht unbedingt etwas Neues, denn Pokémon Schwert und Schild haben bereits ebenfalls zwei DLCs bekommen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Zusatzeditionen von damals, die waren auch nicht unbedingt wirklich anders als die DLCs von heutzutage. In diesen beiden DLCs, die nebenbei gesagt mit 35 Euro ziemlich teuer sind, werden Spielern jede Menge neue Inhalte geboten. In Teil 1, die türkisgrüne Maske, geht es auf einen Schulausflug in die Kitakami-Provinz, wo er ein völlig neues Abenteuer erlebt. Die Besonderheit dieser Region und dieses DLCs ist es wohl, dass ihr der Legende der drei Gefährten-Pokémon auf den Grund geht. Diese drei Pokémon, die ich mit Ausnahme des Vogels zugegeben ziemlich hässlich finde, sind wohl der Hauptfokus der Geschichte und das Masken Fest, das ebenfalls in dem DLC vorkommt, wird sogar diesen Pokémon gewidmet. Während dieses Abenteuers lernt ihr dann natürlich auch noch einige neue Charaktere kennen und was ich auch sehr cool finde, ihr könnt dieses Mal auch an einigen Minispielen teilnehmen, was meiner Ansicht nach schon sehr gerne im Hauptspiel hätte sein können. Der zweite DLC, die Indigo-blaue Scheibe, geht dann einen etwas anderen Weg. Dort werdet ihr zu einem Schüleraustausch eingeladen und begebt euch zu der Blaubeerakademie. In diesem DLC könnt ihr vier neue Areale erkunden, wo ihr einige Pokémon antreffen werdet, die ihr zuvor noch nicht gesehen habt. Aber es gibt tatsächlich auch einige völlig neue Formen, von der eine Form bei Pokémon-Fans jetzt aber nicht ganz so gut angekommen ist. Ich frage mich warum. Zudem könnt ihr in diesem DLC an einer völlig neuen Liga teilnehmen, wo ihr dann nochmal eure Kampfkünste auf die Probe stellen könnt. Soweit, so gut. Bisher hört sich das Ganze vielleicht nicht ganz so schlimm an. Und auch ich muss zugeben, dass ich auf ein neues Abenteuer in Pokémon Karmesin und Purpur durchaus Bock hätte. Die Spiele waren zwar technisch katastrophal, aber trotzdem haben sie mir Spaß gemacht. Aber kommen wir jetzt mal zu den Schattenseiten dieser DLCs. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber falls ihr die Pokémon Präsenzausgabe geschaut haben solltet, ist euch da aufgefallen, wie viele Dinge die eigentlich in anderen Spielen vollkommen normal sind, wie viele davon uns als DLCs verkauft werden? Dinge wie Raumdekorationen, die Art, wie man den Pokéball wirft, Doppelkämpfe, von denen es damals wohl nur drei Stück gab, Rematches mit den Arenaleitern. All diese Dinge waren so oder so ähnlich mal Standardfeatures in Pokémon. Das interessanteste Feature ist da wohl das Dekorieren von Räumen. Da man bereits in Pokémon Karmesin und Purpur sein eigenes Zimmer hat, dieses aber nicht dekorieren kann. Man kann aber im Verlauf der Geschichte auch in die Zimmer einiger anderer Charaktere reingehen und diese sehen alle deutlich interessanter aus als das eigene Zimmer. Weswegen einige Pokémon-Fans lange die Theorie hatten, dass dieses Feature eigentlich für die Hauptspiele geplant war, aber aus Zeitdruck dann nicht implementiert wurde. Und wer hätte es gedacht? Jetzt haben wir es hier im DLC. Ihr wollt mir ernsthaft sagen, dass ich neben den 60 Euro, die ich bereits für das Hauptspiel gezahlt habe, ich noch 35 Euro zusätzlich blechen soll, damit ich Dinge, die damals ganz normal in den Pokémon-Spielen drin waren, dass ich die nutzen kann? Das ist ein schlechter Scherz. Oder? In der Vergangenheit, seit Pokémon Schwert und Schild würde ich sagen, habe ich immer wieder kritisiert, dass die Pokémon-Spiele einfach keine vollständigen Spiele mehr sind. Wo einige von euch mir noch gesagt haben, ja, nur weil die Spiele jetzt beispielsweise keine Kampfzone haben, bedeutet das nicht, dass die Spiele nicht vollständig sind. Aber Leute, irgendwo muss sich die Spieleserie auch mal weiterentwickeln. Weil so wie es momentan ist, scheint es eher so, als ob sie immer mehr aus den Spielen entfernen würden, nur um sie dann noch zum Extrapreis verkaufen zu können. Das kann doch echt nicht Sinn der Sache sein. Wir können nicht mal mehr in die meisten Gebäude überhaupt reingehen. Wir können mit den meisten NPCs nicht einmal mehr sprechen. Es gibt nicht mal mehr richtige Städte. Stattdessen fühlt sich alles wie ein Durchlaufpunkt an. Ist das nicht irgendwie absurd für ein Rollenspiel? Dinge, die damals Standard waren, werden uns heutzutage als die große Revolution verkauft. Während es bei anderen Spieleserien eher so ist, dass Dinge, die hinzugefügt werden, dann in Zukunft tatsächlich auch einfach Standard sind. Und wir sollen dafür jetzt noch extra 35 Euro zahlen? Bin ich der Einzige, der das etwas fragwürdig findet?
Und das ist tatsächlich nicht mal das erste Mal. Selbst in den Pokémon Schwert und Schild DLCs damals war es etwas ähnlich. Die Länge der Geschichte in Pokémon Schwert und Schild war die wohl kürzeste in einem Mainline-Pokémon-Game, was natürlich einer der Hauptkritikpunkte an den Spielen war. Gleichzeitig gab es auch kaum legendäre Pokémon zu fangen, gerade einmal zwei. Allein schon die erste Generation damals hatte mehr legendäre Pokémon als Pokémon Schwert und Schild. Und das war vor knapp 30 Jahren. Und da haben sie dann dasselbe gemacht. In beiden Pokémon Schwert und Schild DLCs fügten sie neue Geschichten hinzu und zudem auch jede Menge legendäre Pokémon. Sowohl neu als auch alt. Und dadurch kommt es dann so, dass die Spiele einen immer geringeren Umfang haben, weil sie uns diese Inhalte wohl auf andere Art verkaufen wollen. Der Zweck eines DLCs sollte es eigentlich sein, Spielerlebnisse zu erweitern, nicht Spielerlebnisse aus einem Spiel rauszunehmen, nur um diese dann nochmal für teurer zu verkaufen. Und ganz ehrlich, bei dem geringen Umfang von Pokémon Schwert und Schild und auch Karmesin und Purpur finde ich den Preis von 30 Euro damals bzw. 35 Euro heute schon ziemlich happig. Und es ist halt nicht mal nur das. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erschienen damals im November 2022. Die Spiele erschienen in einem grauenhaften technischen Zustand und wurden schnell, trotz Verkaufsrekorden, die schlecht bewertetsten Pokémon Mainline Games aller Zeiten. Bei dem Zustand, in dem sie erschienen sind, meiner Ansicht nach vollkommen zurecht. Und daraufhin kündigten die Entwickler und auch Nintendo an, dass sie diese Probleme sehr ernst nehmen würden und die Spiele tatsächlich verbessern wollen. Und naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber mittlerweile ist fast ein ganzes Jahr später und die Probleme wurden immer noch nicht behoben und stattdessen bekommen wir DLCs, die 35 Euro kosten, die zum Teil Dinge hinzufügen, die damals absolut Standard waren. Und das Gameplay aus den DLCs sieht jetzt auch nicht wirklich so aus, als ob die DLCs deutlich besser laufen würden. Stellt euch da also schon mal wieder auf ein Ruckelfest ein. Ich bin ganz ehrlich mit euch, das, was ich in den DLCs gesehen habe, die neuen Geschichten, die neuen Pokémon und auch die neuen Gebiete, eigentlich hätte ich irgendwie Bock darauf. Aber gleichzeitig werde ich das Gefühl nicht los, dass es einfach eine große Abzocke ist und sich die Entwickler wirklich einen Dreck darum kümmern, wie sich die Spieler fühlen. Und gerade deswegen sieht man heutzutage auch so wahnsinnig viele negative Stimmen zu den Spielen. Allein wenn man sich die Kommentare unter der Pokémon Presents Ausgabe anschaut, die sind echt nicht gut. Und das sind zum Großteil keine Hater oder so, das sind einfach Leute, die seit einiger Zeit mit der Spieleserie sehr unzufrieden sind, weil einfach kaum noch Mühe reingesteckt wird. Bei anderen Spieleserien bekommt man so viel mehr geboten. Und diese anderen Spieleserien, von denen ich rede, verkaufen sich deutlich schlechter als Pokémon. Warum also machen wir den Kram hier mit? Ich weiß, dass auch dieses Video letztendlich nichts bewirken wird. So eine große Reichweite habe ich jetzt natürlich auch nicht. Aber ich wollte zumindest mal so ein bisschen meine Frustration kundtun und euch nochmal raten, überlegt euch wirklich gut, ob ihr diese DLCs unterstützen wollt. Die Versprechen der Entwickler wurden nicht eingehalten, Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur waren ein Desaster und anstatt das Mindeste zu tun und diese Probleme zu beheben, versuchen sie einfach noch mehr Geld zu machen. Wenn das für euch okay ist und ihr die DLCs trotzdem spielen möchtet, dann kann ich das durchaus verstehen. Ich möchte mit diesem Video wirklich niemandem die Freude daran nehmen. Und wie ich schon sagte, eigentlich hätte ich selbst auch Bock darauf. Aber bei so vielen Dingen, die heutzutage entfernt werden, nur um sie dann auf andere Arten zu verkaufen, da halte ich das nicht für so ganz richtig. Weil wenn das jetzt wieder gut ankommt und es sich gut verkauft, dann gibt es den Entwicklern nur die Bestätigung. Und sie werden wahrscheinlich genauso weitermachen. Momentan bewegt sich diese Spieleserie eher rückwärts als vorwärts. Und so kann es echt nicht weitergehen. Das aber natürlich wie immer nur meine Meinung. Was ist eure Meinung zu den Pokémon Karmesin und Purpur DLCs? Teilt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.